Hallo Leute, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Und in diesem Video geht es natürlich um das Sims 4 Add-on, was bald erscheinen wird. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal eine Live-Reaction. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen und es ist ehrlich gesagt das erste Add-on seit langem, das mich wirklich wieder so ein richtig, was mich freut, also wo ich regelrecht gehypt bin und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns jetzt einfach den Trailer an. Ich bin gespannt. Okay. Der Rabe ist ja mal mega. Erinnert so ein bisschen an die Tierchen von dem Magiepack. Okay, Tarotkarten kann man legen. Okay. Oh, man sieht ja richtig diese Seele fliegen. Okay. Der eine ist quasi im Bett gestorben. Ist mal eine ganz andere Art. Okay, das sieht richtig, richtig stark nach Beerdigungen aus. Ach Gottchen. Oh. Aber neue Frisuren kann man auch schon erahnen. Okay, sieht aus wie ein Testament. Das heißt, die Sims können auch den Nachlass der verstorbenen Sims erben. Okay. Ah, gut. Es gibt eine Art Liste, was man quasi im Leben unbedingt machen möchte. Wenn ich das so richtig sehe. Oh, wie geil ist dieser See? Diese Welt ist ja mega. Mega. Also die neue Welt, die sieht echt toll aus. Okay, das sieht mir ja. Man kann den Sensenmann spielen. Beziehungsweise man kann ein Gehilfe sein vom Sensenmann. Oh mein Gott, ist das cool. Also einerseits ist es creepy, andererseits ist es mega. Das ist ja voll krass. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Och Gottchen. Ich bin auch gespannt mit dieser neuen Welt. Vielleicht ist es auch diese Welt der Untoten oder so. Aber auf jeden Fall, diese neue Welt sah echt klasse aus. Und am 17. Oktober gibt es einen Gameplay-Trailer. Oh, ich bin so gespannt. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich vorbestelle. Normalerweise warte ich immer, bis die reduziert sind, aber dieses Add-on, das sieht recht, richtig mega aus. Wie dem auch sei, danke, dass ihr reingeschaltet habt und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Add-on. Bis zum nächsten Mal. Ciao.